Okay, jetzt sind wir an dem Ort angekommen, den wir von der anderen Klippenseite gesehen haben. Und hier sind wirklich viele Klippen im Wasser, wenn man sich das so ansieht. Also hier und hier, und hier ist alles kliffig. Und das hier ist eigentlich so eine Art Bucht, wenn man es genau nimmt. Die eine Frau hat uns ja was von der Bucht erzählt. Ein Schiffswrack. Sogar ein plünderbares Schiffswrack. Ist es vielleicht das, was sie gemeint hatte? Aber das wird von keinem Monster bewacht. Ah, Minsk ist gelähmt. Khalid ist gelähmt. Komm, der Arztfresser da, der macht so viel Schaden an Minsk. Und jetzt hat er Dina hier gelebt. Meine Klinge habe ich zu stutzen. Ja? Okay. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Ich denke, das können wir einfach mal schnell lösen, indem wir nochmal rasten. Genau, danke schön. Was? Nichts leichter als das. Also, ein Schiff mit Fracht an Bord. Gucken wir mal. Ein Ring. Den Ring könntest du mal bitte identifizieren. Tölpelring. Tölpelring, Züchtiger. Auf der Fluch des unvorsichtigen Magiers wurde dieser Ring zur Förderung der Bescheidenheit verwendet. Hergard Norin, ein großer Zauberer von Narfell, übergab den Züchtiger seinen talentiertesten und egozentrischsten Schülern. Wegen ihrer blinden Arroganz hielten sie den Ring für eine Belohnung ihrer offensichtlichen Genialität und nicht für eine für die Bestrafung eines missbilligenden Lehrers. Intelligenz auf 3, Weisheit auf 3. Und für den Träger zu beeinträchtigtem Denkvermögen. Okay. Nett. Na, wir haben noch 6500 Erfahrungspunkte bis zum nächsten Level ab. Bis wir endlich Kleriker werden. Oh, hallo, wer bist denn du? Arkant der Verrückte. Ja, beinahe wer du unter bist? Meiner Würde. Ich weiß es nicht. Ja, ich. Also, er ist auf jeden Fall schon mal ein Verrückter. Ja, ich mag euch. Ich mag euch sehr. Umtata, umtata. Und ich sag euch was, dann mögt ihr mich noch mehr. Der reimt, okay. Unten am Wasser, ja dort unten am Meer, liegt ein Piratenschiff, das ist nicht leer. Bringt mir was drin ist, aber zieht es nicht an, sonst passiert mit euch was, wofür ich nichts kann. Tagebucheintrag. Ich habe einen alten Weisen getroffen, der zu Recht den Namen Arkant der Verrückte trägt. Doch sogar durch den Schleier seines Wahnsinns hat er einige interessante Hinweise gegeben. Er behauptet, dass sich irgendwo am Ufer ein Schiff befindet, das etwas Wertvolles enthält. Er hat mich auf seine Weise gebeten, ihm diesen geheimnisvollen Gegenstand zurückzubringen, ohne ihn in der Zwischenzeit zu verwenden. Trotz seines scheinbaren Wahnsinns kommt mir dieser seltsame Wahn aber ein wenig verdächtig vor. Was wollt ihr? Okay, wir geben ihm mal den Tölpelring. Damit anfangen können wir eh nicht. Nichts leichter als das. Welch schönen Ring, wo habt ihr den her? Okay, jetzt nuschelt er. Dort, wo ich ihn hintat, vermute ich doch sehr. O Tralli, Tralali, O Tralalei, Tralali und Tralalei. Oh, ich weiß, dass ich... Oh, ich weiß, was ihr jetzt meint, dass Arkant der Verrückte geizig scheint. Der nimmt nur und gibt nichts zurück. Also steckt diese Flasche euch in die Tasche. Aber nicht entkorken oder Tralalei, ihr werdet zu Asche. Okay. Oh, Arkant, du Zauberer mit unbenebeltem Geist, durch seltsame Lieder in die Irre uns weist. Na, danke. Doch dank für diese Flasche, was immer sie sei, und wünsch mir den Anblick des Inhalts herbei. Die Warnung vor dir auf den Wunsch zu bestehen, die nehme ich sehr ernst, das kann jeder sehen. Doch kann ich so standhaft auf ewig nicht sein, ob die Neugier doch siegt, weiß das Schicksal allein. Was hat er uns denn gegeben?
Magiewiderstandstrank oder ein Brandöl? Also das Brandöl würde ich nicht entkorken. Das könnte wirklich das Brandöl sein. Weil wenn wir das entkorken, werden wir zur Asche. Und ich habe den Identifizierzauber für den Ring verbraten. Ah, das Brandöl ist mal wieder für dich. Magiewiderstandstrank finde ich sehr nice. Der kommt mal weiter nach hinten. Die Feuer- und Kältetränke sind eigentlich nicht so der Hammer. Nur 300 Erfahrungspunkte. Was für ein Jammer. Ja, ich konnte es mir nicht verkneifen, jetzt auch mal einen blöden Reim von mir zu geben. Ich sollte mal noch mal ein bisschen heilen, bevor wir weitergehen. Steht zu euren Diensten. Wir haben ja vor kurzem erst gerastet. So. Ja, oh allgegenwärtige Autoritätsperson. Du heilst mal Kalib noch. Und dann noch einmal Talisa. Das sind nämlich unsere beiden Frontkämpfer. Gut. Und dann können wir jetzt weitermachen. So. Jetzt gehen wir erstmal hier um die Bäume rum. Hallo. Eine Meerjungfrau. Du siehst mir ein bisschen aus wie eine Nymphe, muss ich sagen. Khalid, geh mal vor. Wenn niemand besser geeignet ist. Oh, red mit der netten Dame. Doch gerne nicht. Ich bin ganz allein in dieser Wüste. Und wer weiß, was in diesem Wald auf mich lauert. Darf ich euch um eure Hilfe bitten? Ich bin ganz allein in diesem gottverlassenen Trockenland. Und wer weiß, was sich in diesen Wäldern herumtreibt. Ja, Khalid, auch wenn Yahira ihm einen bösen Blick jetzt gleich zuwirft, sagt einfach, begleitet mich und ich werde sorgen, dass ihr sicher seid. Wunderbar, darf ich euch zum Zeichen meiner Zuneigung küssen? Ja, Khalid gibt sich da etwas schüchtern. Es ist nicht meine Art, das zu tun. Ich kenne euch ja kaum. So leid es mir tut, ich muss darauf bestehen. Jetzt knutscht sie Khalid. Yahira schnaubt. Und es ist Khalid tot. Ja. Was immer ihr braucht. Okay, jetzt ist Dyna hier wütend. Nein, jetzt hört der Spaß aber allmählich auf. Es kann nicht angehen, dass ich dafür sterben muss. Zwar sind es meine Taten, doch war die Absicht nicht die meine. Ich muss tun, was mein Herr mir gebietet. Okay. Wir können sie dazu zwingen, Khalid zurückzubringen, was wahrscheinlich die bessere Idee ist, als sie einfach zu töten und Khalid in den nächsten Tempel zu schleppen. Und vielleicht, wenn sie es macht, lassen wir sie am Leben und hören uns an, was los ist. Okay, bringt meine Gefangenen zurück und erklärt mir eure Taten. Ansonsten werde ich fortfahren. Normalerweise wäre ich niemals hergekommen, aber der Urgott Drof hat mein Schultertuch an sich gerissen. Er hat absolute Befehlsgewalt über mein Inneres und ich muss ihm gehorchen. Ich habe meinen Schabernack mit euch getrieben, doch das ist jetzt vorbei. Ich habe nicht den Wunsch, euch weiteren Scham zuzufügen, doch wenn er es verlangt, muss ich es tun. Mir bleibt nichts anderes übrig. Ja, das kann gut sein, wenn ich bezweifle, dass ein Ogre so hell ist. Aber wenn sie jetzt wirklich Khalid dafür zurückbringt, dann helfen wir einfach mal. Dann werde ich kämpfen, was das Zeug hält, um mich aus seinen Klauen zu befreien. Oh ja, das könnte interessant werden. Ja, tut das. Ich bin egoistisch. Was wollt ihr? Wo sind Khalids Sachen? Wieso habt ihr die kleinen Schweinchen nicht erledigt? Was... dieser Trubel zu bitten, was die
Ja, dann fehlt ein Wort. Was hat dieser Trubel zu bedeuten, Schorl? Und das ist definitiv ein Oger, Markus. Warum hast du diese Bleichlinge nicht vernichtet? Hüte dich vor meinem Zorn, Wasserkind. Es ist nicht meine Schuld, Oger droht, sie sind stärker als ich. Pa, das Fleisch kommt in die Speisekammer, das Kolnisportbe will töten werden wie sie. Ganz wie du befiehlst. Mit welchem Recht haltet ihr dieses Wesen gefangen, Oger? Oger, gebt zurück, was ihr rechtmäßig zusteht. Sie euch das erzählt? Achso, der redet blöd, ein bisschen blöd. Also was dieser Trubel zu bedeuten, Schorl, ist schon richtig geschrieben. Ihr ganz schön was auf die Rübe gegeben, dass sie so verwirrt. Ist wahr, ich habe ihr Schultertuch, doch Wasserkind mein Weibchen. Ich, der Oger Magus, droht. Alle Welt beneiden mich darum. Ich töte und ich töte gut. Okay, Oger, nun los. Oger, töten. Was für die Gefahr? Kali aus der Gefahrenzone. Ja, gut. Ihr habt gerufen. Oger Magus bedeutet viel Ärger. Deswegen Spiegelbilder. Und ich würde am liebsten Irreführung auf ihn sprechen. Und er hat den Rettungswurf gemacht. Was immer ihr braucht. Okay, jetzt müssen wir warten, bis er wieder sichtbar wird, weil es ist nur normale Unsichtbarkeit, was er da gesprochen hat. Ja. Okay. Was hat er ausgesprochen? Er hat die Meerjungfrau bewusst was gemacht. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Gut, der ist tot schon mal. Ich tue mein Bestes. Ich bin ganz Dienerin, steht zu euren Diensten. Ja, hier Heimer Khalid, während der sich wieder anzieht. Ja. Kann ja nicht angehen, armer Khalid. So oder so. Und wo ist Khalids Waffe? Bastardschwert plus 1, Langschwert plus 1. Goldenen Pontalons und die Briefe. Und die ganzen anderen Sachen, die hier rumliegen. Jupp. So. Khalids Zeug ist wieder vollständig. Was? Aber er ist halb tot geprügelt. Deswegen schluck mal einen Trank. Ja, gut. So, und Talisa untersucht mal den Oger Markus. Ja, oh, was wollt ihr? Gut. Ihr habt für die Gruppe. Du gehst weiter weg, dass Talisa den Oger Markus. Oh, ein interessant aussehender Helm. So, was hast du jetzt noch dazu zu sagen? Bei dem Wasser meiner Heimat, ich bin wieder frei. Verzeiht mir, wenn ich mich sogleich entferne, doch ich will keinen Augenblick mehr auf diesem schrecklichen harten Land verweilen. Es war ein amüsantes Spiel, aber jetzt bin ich seiner überdrüssig. Die hat uns alle verarscht, oder was? Ich danke euch vielmals, lebt wohl. Ja, hau ruhig ab. Ja? Es kann ja sowas von nicht angehen. Beinahe unter meiner Würde. Jetzt müssen wir erstmal rasten, um Khalid. Was wollt ihr? Gut. So viel dazu, dass wir Khalid heilen. Ihr habt gerufen? Naja, ein paar Düsterschrecken. Sind jetzt nicht ganz so die Gefahr. Okay, das können wir uns schon mal sparen, die Flammenkugel zu zaubern. Ich dachte, gegen ein paar Düsterschrecken würde Feuer ein bisschen helfen. Unsichtbarkeit. So. Ihr habt eine Aufgabe. Erfolgreich gerastet dieses Mal. Was? Dann heilen wir mal Khalid. Eure Dienerin steht zu eurem Dienst. So, noch einmal. Das dürfte dann erstmal reichen. Okay, sicherheitshalber noch einmal.